Wie sieht die Wochenendvorbereitung eines faulen Swingtraders aus? Wie screene ich? Nach welchen Kriterien screene ich? Nach Aktien, die ich die nächsten 5 Handelstage auf der Watchlist habe? Das haben wir uns an diesem Live-Workshop am 2. Adventssonntag genauer angesehen und sind dabei auch auf einige meiner Setups konkreter eingegangen. Viel Spaß damit! So, meine Lieben, einen wunderschönen 2. Adventssonntag. Ja, wer liebt diese Zeit nicht, wo man seinen Gin Tonic in schönen Tassen verstecken kann? Ja, Adventssonntag, schön, dass ihr eure Zeit hier mit mir verbringt. Wir haben, also die meisten von uns haben Familie zu Hause, die nicht immer ganz so Verständnis dafür haben, wenn wir am Wochenende 1, 2, 3 Stunden am Bildschirm verbringen müssen. Aber das ist ja genau das Stichwort heute. Diese Wochenendvorbereitung sichert mir, sichert uns planenden Tradern einen reibungslosen Wochenablauf und vor allem eine schön strukturierte Watchliste, um hier nicht jeden Tag hunderte oder tausende Aktien screenen zu müssen, sondern um das am Wochenende schön einzudampfen. Und genau daran will ich euch heute teilhaben lassen. Ganz kurz zur Agenda. Sollten so eine Stunde, spätestens maximal 90 Minuten durch sein. Also wir haben hinten raus eine schöne Fragerunde. Ich fasse kurz zusammen, was ich screene am Wochenende, also meine Setups. Ich kann ja nicht nur ein Setup, sondern es ist ein kleiner Korb an Setups. Und jene, die man am Wochenende screenen kann, die machen wir heute kurz durch. Dann natürlich Praxis, Praxis, Praxis. Ja, das ist ja mein Steckenpferd. Und dann geht es dazu über, ob wir schon für Montag Live-Signale finden beim Screening oder ob Kandidaten nur, unter Anführungszeichen, auf die Watchliste für die nächsten 5 Tage kommen. So, kurze Checkliste gibt es dann für mein präferiertes Setup und dann ab in die Fragerunde. Und ich beeile mich, weil, wie gesagt, die meisten von uns haben Familie zu Hause und es ist Adventssonntag. Was ich aber nicht vergessen darf und fast vergessen hätte, wäre die Auslosung und Auflösung des Chat-Quiz von letzter Woche. Also es ging um diesen Chart hier. Das war Marriott International im Wochenchart. Und ich hole jetzt das Chartquiz nicht mehr vom Schirm. Habt ihr auch gerade per Newsletter nochmal bekommen. Es war dieses Chartbild hier und ich dachte mir, es wird ein bisschen schwieriger, weil es eigentlich übergeordnet eine hässliche Seitwärtsphase ist und tatsächlich erst jüngst ein bisschen Dynamik reingekommen ist. Was meine ich mit Dynamik? Ich meine damit Impulse. Ja. Wir sehen hier einen Abwärtsimpuls, diesen 3-Wochen-Kerzen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Mit steigenden Umsätzen, ja, steigender Aktivität. Und dann diese Gegenbewegung hier, diese 2 grünen Wochenkerzen mit sehr austrocknenden Umsätzen. Dann wieder geht es abwärts unter guten Umsätzen. Das heißt, hier haben scheinbar erstmal die Bären das Ruder übernommen nach der Seitwärtsphase. Dann ging es jetzt ein paar Wochen aufwärts und hier hielten sich die Umsätze eigentlich in bescheidenen Grenzen. Was jetzt besonders auffällig ist, zuletzt sind diese beiden grünen Wochenkerzen, die beiden letzten Wochenkerzen mit sehr, ja, gemäßigten Umsätzen. Ja. Und das sieht zwar hier auch nach einer Bullenflagge eigentlich aus, ja, bescheidene Korrektur, 3 Kerzen hintereinander, auch in Form von Doji oder Spinning Stops, was auch alles andere als jetzt dynamisch bierisch wäre von der Preisaction her. Und hier der Doji mit guten Umsätzen, das heißt, es ist so dieser Kampf zwischen Bullen und Bären, wer setzt sich durch und dann setzen sich scheinbar zwar die Bullen durch, aber die Umsätze bleiben hier deutlich unter dem zurück, was man erwarten würde, wenn, so, Wartezimmer wieder alle zulassen, wenn die Bullen sich hier wirklich auf Anschlusskäufe stürzen würden. Das heißt, hier haben wir eine Diskrepanz, einen Widerspruch und der Kontext, ja, diese Aufwärtsbewegung hier schon unter wenig Umsätzen als die beiden Abwärtsbewegungen davor, dann ist das kein wirklicher dynamischer, bullischer Impuls. Und hier die letzte Wochenkerze verpufft komplett. Ich habe trotzdem darauf getippt, dass es 50-50 ausgehen wird bei den Schätzungen. Tatsächlich waren wieder diesmal fast 90% bierisch eingestellt. Ja, die meinten, nee, das wird
das wird wieder abwärts gehen, auch mit großartig prägnanten Kommentaren auf Instagram, Twitter und mir per Mail geschickt, auf das Chart gesehen. Ja, und tatsächlich ging es dann auch so weiter, dass sich Marriott dieses jüngste Zwischenhoch nicht mehr holen konnte, übrigens auch Cent genau nicht mehr holen konnte. Das heißt auch, es gab ein paar Kommentare, die über den Zwischenhoch hier gekauft hätten, die wären auch nicht ausgeführt worden. Und dann ging es dynamisch abwärts, 2 Wochen lang zumindest. Auch wieder ein schöner bärischer Impuls. Ja. Wir sehen Abwärtsbewegungen mit deutlich steigenden Umsätzen wieder. Und das reicht uns schon als Swing-Trader. Wir wollen jetzt keine monatelange oder jahrelange Trends, sondern wir suchen nur nach Impulsen. Das können wir charttechnisch sehr gut einschätzen, ohne hier langfristig in die Fundamentaldaten reingehen zu müssen. Was macht das Unternehmen überhaupt? Wie ist es aufgestellt? Das sparen wir uns als reine charttechnische Trader. Wir suchen immer nur nach dem nächsten wahrscheinlichen Swing. Also nach dem nächsten Swing und wollen halt nicht hineinkommen, bevor er sich entfaltet. Und ja, das lässt sich mit Charttechnik im kurzen Zeitfenster sehr gut bewerkstelligen. Es waren dann, habe ich hier rausgeschrieben, noch vorher 51 richtige Tipps. Und jetzt losen wir hier mal aus. Zufallszahl zwischen 1 und 51. Und der Gewinner ist die Nummer 35, Nick Birken, Username. Ich werde dich dann anschreiben. Vielleicht bist du ja auch live hier. Dann melde dich bitte kurz im Chat. Das wäre ein witziger Zufall. Und gratuliere zum Gewinn von 100 Euro. Das nächste Chartquiz folgt bestimmt. So, kurz, wer da nicht auf dem Laufenden ist, gehen wir davon aus, dass auch eine Handvoll Leute mit dabei sind in den Calls, in diesen offenen Calls vor allem, die jetzt nicht genau wissen, was ich gerade treibe. Und da machen wir einen kurzen Überflug. Vielleicht sollte ich dieses Getränk doch lieber. Nee, einfach zu gut. Einen kurzen Überflug über die Setups, die wir heute screenen werden. Es geht um Setups, die keine Anwesenheit intraday erfordern, wo mir Makrodaten, Fundamentaldaten egal sind, wo ich halt mit dem Smart Money mitgehen möchte, also mit den großen Jungs. Ja, und diese ganzen Bedürfnisse meinerseits münden darin, dass ich im Tageschart screene und handle nach visuell erkennbaren Formationen, ja, ohne Indikatoren zu verwenden. Und ich konzentriere mich auf Aktien, vor allem immer mehr auf US-Aktien, weil es einfach ein riesiges Universum ist und auch kostenlos handelbar sind diese Aktien und Handelsgebühren langfristig einen sehr großen Einfluss haben auf die Performance. Ich konzentriere mich auf kurze Haltedauer, aus mehreren Gründen. Erstens bin ich damit unabhängig von Fundamentaldaten und wie geht es dem Unternehmen. Und einfach auch aus der Statistik heraus. Ja. Und das ist immer so ein Steckenpferd von mir, von jedem Trader, der nach Strategien mit positiver Gewinnerwartung sucht. Man sucht nach einem Edge, nach statistischen Vorteilen. Und wenn ihr euch, wie wir nachher auch noch sehen werden, Aktiencharts im Tagescharts anseht, dann werdet ihr immer sehen, dass diese Bewegungen rauf und rauf runter in Swings erfolgen, die im Schnitt zwischen 3 und 7 Tagen dauern. Ja. Und deshalb macht es für mich auch keinen Sinn, länger in der Position zu verweilen. Ganz einfache Statistik. Wenige Freiheitsgrade heißt, hier gibt es keine 15 Filter oder Bedingungen, ist ein Signal gültig oder nicht, sondern wir konzentrieren uns auf die großen Hebel, die da sind, eben die Edges, das ist der Fokus. Und da versuchen wir einfach die Wahrscheinlichkeit ein klein wenig auf uns zu ziehen und dann machen wir es nicht mehr zu kompliziert. Auch was die Exits angeht, vor allem was die Exits angeht. Ja, und so sieht man Chart dann heutzutage, besteht einfach nur aus den Tageskerzen, die Candlesticks, die mir die Preis-Action schon verraten und natürlich, wo ich auch den Trend sofort visuell erkenne. Preis-Action heißt dann auch, habe ich lange untere Schatten, obere Schatten, ja, wo wogte der Kampf hin und her intraday und dazu einfach das Volumen. Mehr braucht es nicht, um eine Schätzung hinzukriegen, welcher Swing, welche Richtung ist als nächstes wahrscheinlicher. Gut, kurz gecheckt, ob die Aufzeichnung läuft.
Und das Videopanel blende ich aus. Wozu, wieso, weshalb die Handelsumsätze beachten? Ganz kurz Überflug. Ich sehe zwar im Kurs, ja, wo gekauft wurde bzw. verkauft wurde, aber ich sehe nicht, wer daran interessiert ist an diesen Niveaus. Denn da müssen wir auch so ehrlich sein, wir Privatanleger bewegen sicher keine Kurse. Ja, jetzt mal Reddit und Wall Street Bets und GameStop abgesehen. Jetzt geht mir hier primär um Blue Chips. Da bewegen wir keine Kurse. Das machen die großen Jungs, die uns auch gerne mal verarschen. Und im Handelsvolumen können sich die großen Jungs zumindest großteils nicht verstecken. Ich sage großteils, ja, es gibt das Stichwort Dark Pools und den Bankenhandel untereinander. Aber wie mir immer wieder bestätigt wird, auch von den Profis, Großteil der Umsätze läuft immer noch über die Hauptbörsen. Ganz, ganz wichtig, ja, das Volumen selbst ist nie Kauf- oder Verkaufsvolumen. Auch wenn jetzt die Tageskerze grün ist und das Volumen dazu ist grün, dann ist das kein Kaufvolumen per se, sondern es zeigt immer nur die Aktivität, denn für jeden Kauf brauche ich auch jemanden, der auf der anderen Seite bereit ist, zu verkaufen. Ja, es kommt kein Kurs und kein neuer Kurs und kein Deal zustande, wenn nicht auch jemand bereit ist, genau das Gegenteil zu vertreten. Das heißt, im Grunde ist das Volumen weder bearish noch bullish, sondern es zeigt nur das Interesse gerade, die Aktivität. Und das ist aufschlussreich, wenn viel Aktivität da ist, aber auch wenn sehr wenig Aktivität da ist, sehr wenig Volumen zu sehen ist, dann ist das auch wieder sehr aufschlussreich. Und die drei wichtigsten Regeln, ja, ist eben nur Aktivität, Volumen bestätigt, idealerweise Preis-Action. Wir werden Sonderfälle ansehen, wo das Volumen First Volume, dann Preis-Action, sind seltene Sonderfälle. Und das Volumen sollte man im Kontext betrachten, jetzt nicht immer nur auf die aktuelle Tageskerze zoomen und ich habe hier gerade viel Aktivität und deshalb ist es jetzt bullish, weil es grün ist, sondern im Kontext zu betrachten, das heißt im Swing, ja, wie passt dieses Volumen in den Swing der letzten Tage? Ja, wenn es 4 Tage die Umsätze stark runtergingen und jetzt der aktuelle Tag ein bisschen höher ist, heißt das nicht, dass jetzt die Aktivität wieder anspricht, sondern im Swing geht die Aktivität trotzdem bergab. Sonderfälle werden wir uns ansehen heute. Die kann man auch wunderbar screenen. Ja, und darum geht es heute. Was kann ich screenen am Wochenende? Welche meiner Setups kann ich tatsächlich in eine Watchlist packen? Das ist die Trendfolge mit Volume, Price, Action. Würde ich wohl sagen, dass die wahrscheinlich, müsste ich mal ausrechnen, aber sicher 60, 70, 80% meiner Trades ausmachen. Breakouts kann man auch wunderbar screenen bzw. auch vorbereiten, werden wir uns ansehen. Dann handle ich aber nicht mehr so häufig, weil man auch hier einfach nie bei den Ersten dabei ist. Und Sonderfälle kann man auch wunderbar screenen. Einfach auf sehr auffälliges Volumen hin, wo einfach offensichtlicherweise institutionelle oder Big Money, Smart Money in Aktion tritt. Das sieht man dann vor allem bei Small Caps wunderbar, wenn hier einfach das Volumen sich verfünffacht, vervierfacht, auch auf Wochensicht. Das fällt natürlich auf und das fällt ja nicht nur mir auf, sondern da gibt es dann immer Folge-Action, die man nutzen kann. Fangen wir an mit den trendfolgenden Setups, Volume-Price-Action-Setups. Da ist ganz klar, was ich sehen möchte. Es wechseln sich immer ab, Impulskorrektur. Blödsinn. Es kann auch Impuls auf Impuls folgen bei sogenannten V-Umkehren. Ja. Gibt es, Corona war ein schönes Beispiel, steil bergab, Impuls steil bergauf mit vielen Umsätzen. Das war eine V-Umkehr. Aber in der Regel folgt auf dem Impuls eine Korrektur vor dem nächsten Impuls. Ja, und da suche ich natürlich, das kann man schön screenen, nach Impulsen in Trendrichtung, ja, da haben wir wieder den Gesamttrend, muss man beachten, mit viel Volumen, viel Aktivität, gefolgt von Korrekturen dieser Impulse mit weniger Volumen. Und das sind dann sogenannte Premium-VBA-Bilder und nur nach denen suche ich. Ja. Ich stürze mich nicht auf zweitklassige oder gar drittklassige Signale, nur weil gerade wenig los ist. Das ist ja das Schöne auch an dem großen US-Aktienuniversum. Man findet eigentlich täglich Premium, Price Action, Volume Bilder. Beispiele hier erstmal ein paar Folien, bevor wir in den Live-Charts reingehen. Das ist, erstens weiß ich nie, ob wir heute live fündig werden und zweitens weiß man nie, ob es
dann nicht technische Probleme beim Charting gibt. Am Wochenende finden da ganz gerne Wartungsarbeiten statt. Fangen an mit der Reihenfolge, was ich auch am einfachsten zu vermitteln finde. Hier ein schönes Beispiel im Puma im Tageschart. Wir haben einen intakten Trend nach unten gehabt. Dann haben wir eine Aufwärtskorrektur. Wir sehen hier den Impuls nach unten mit steigenden Umsätzen, dann die Korrektur nach oben mit fallenden Umsätzen. Und die Verkaufsorder hier unter der kleinen roten Kerze wurde dann ausgelöst mit Start des nächsten Abwärtsimpulses. Der nächste Impuls nach unten mit massiven Umsätzen sogar. Korrektur nach oben wieder mit fallenden Umsätzen. Dann heißt es einfach wieder auf die nächste rote Kerze warten und Verkaufsorder darunter setzen. Das ist jetzt kein heiliger Gral, ja, das ist kein 90% Trefferquote, kein 80, auch kein 70, nicht mal 60% Trefferquote. Es geht aber darum, die Wahrscheinlichkeit ein kleines Stück auf unsere Seite zu ziehen. Und allein mit der Preis-Action kann man das schon schaffen. In Kombination mit Volumen erhöht man diese Wahrscheinlichkeit und holt dann den Edge auf seine Seite. Noch so ein statisches Beispiel dazu hier, das war ein Small Cap, auch mit schönen Impulsen nach unten, über den ganzen Zeitraum hier einfach die roten, die bierischen Tage mit deutlich mehr Aktivität, das ist dann wieder der Kontext, ja. Das ist ein Abwärtsimpuls und dann sehen wir hier zwei grüne Tage mit aussterbenden, austrocknenden Volumen und dann wird noch für eine rote Kerze gewartet, auf eine negative Kerze, um die Verkaufsorder dann darunter zu platzieren. Warum warte ich auf rote Kerze jetzt in dem Fall für den Short-Anstieg? Weil ich, wenn ich einfach nur, nehmen wir an, ich würde im Aufwärtsgang unter jede Kerze und jedes Tagestief die Verkaufsorder setzen, egal ob es jetzt grün oder rot ist, die Tageskerze, dann würde ich ja am Tag hunderte Orders aufgeben müssen, weil ich immer nie weiß und weiß dann nie, welche am nächsten Tag ausgeführt wird. Ich kann so mein Portfolio-Risiko nicht managen. Ich muss ja wissen, okay, ich habe schon 8 Positionen im Depot, ich kann mir vielleicht noch 4 leisten, idealerweise nicht nur Longs und nicht nur Shorts, sondern gemischt. Dann kann ich nur 4 Trades für morgen planen und dann brauche ich eben jetzt so ein Zeichen wie, hey, der nächste Abwärtsswing nach unten könnte gerade starten, wir haben eine negative Kerze, da picke ich mir dann die Premium-Bilder raus. Wie ging es dann weiter? Nächster Swing nach unten. Wir sahen in der gleichen Aktie dann nochmal eine Aufwärtskorrektur, wieder mit sinkenden Umsätzen. Gleiches Spiel. Rote Kerze abwarten, Verkaufsorder darunter, wieder massiver Impuls nach unten. Hier haben wir dann ein Beispiel ganz am Ende, wo ich jetzt dann nicht mehr keine Verkaufsorder unter das Tief setze, dieser roten Kerze. Erstens war diesen zwei grünen Kerzen hier mit sehr guten Umsätzen zu sehen. Zweitens wäre jetzt hier die Verkaufsorder eigentlich knapp überm Tief. Ich will ja günstiger reinkommen, das heißt, die Korrektur muss mich schon wieder ein bisschen wegbringen vom Bewegungsextrem. Und außerdem ist dieses Zwischentief hier so ein kleine natürliche Unterstützung. Da will man nicht genau darüber shorten. Luca möchte wissen, von wie vielen Tagen ist der Durchschnitt im Volumen eingezeichnet? Ah, das ist der 10er Durchschnitt. Das sind so 2 Handelswochen, 2x5 Tage, hat sich bewährt. Das waren 2 statische Beispiele zur VPA-Trennfolge, zu Boycotts. Schauen wir uns auch kurz ein Beispiel an. Erst kommt die Price-Action, ja, Schritt 1 Price-Action. Wir haben Abwärtstrend, wir haben eine Korrektur im fallenden Dreieck. Ja, das ist eine Seitwärtskorrektur, aber im fallenden Dreieck, das heißt tiefere Hochs. Das spricht schon mal dafür, dass der Kurs nach unten brechen wird. Ja. Weil wir wissen von diesen fallenden Dreiecken, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, umso öfter man auf eine Tür eintritt, irgendwann gibt sie nach. Wir haben hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fast 6 Mal schon auf diese Unterstützung hingetreten mit fallenden Zwischenhochs. Preis-Action sagt ganz klar, hier würde ich shorten. Also Short wäre wahrscheinlicher als ein Long. Und das Volumen dazu bestätigt das Ganze. Wir sehen hier bei den Angriffen ja, auf die Abwärtstrendlinie hier kaum Aktivität nach unten hin, aber wesentlich mehr Aktivität bei den roten Kerzen. Ja, hier auch schön zu sehen. Auch Volumen sagt, klar, gehe ich mit der Price-Action, das sieht nicht gut aus. Und der Breakout kam dann auch unter sehr hohen Umsätzen wieder. Noch so ein Beispiel, was man auch wunderbar screenen kann, wie wir sehen werden. Ich habe im übergeordneten Aufwärtstrend eine lange Seitwärtsphase gehabt. Hier wird einfach dann mal Kraft geholt oder wieder ausgeholt. Hier auch sehr schön so ein,
so ein Stopfishing zu sehen. Es ist so ein Squeeze, ja, wo man einfach nochmal die schwachen Hände rausschüttelt. Und jetzt haben wir, passiert auch oft nach Quartalszahlen, was hier nicht der Fall war, das waren einfach andere gute News wahrscheinlich, ist uns egal als Charttechnik. Wir sehen die Price Action, wir sehen dynamischen Zugewinn, wir sehen nach dem Öffnungsgap weitere Zugewinne, Schlusskurs in der Nähe des Tageshochs und vor allem auf neuem Allzeithoch. Price Action natürlich klar bullish, was sagt das Volumen dazu? Ja, wir haben eine Seitwärtsphase, dezent fallende Umsätze gehabt und jetzt beim Ausbruch zieht die Aktivität an. Also jetzt hier eine schöne Bestätigung. Ging dann auch weiter, gab einen schönen Retest auch noch. Also da kam man auch zum Ausbruchsniveau nochmal rein. Und ja, das war aus einem Live-Call. Also da wusste ich noch nicht, wie es damals weiterging. Da habe ich aber schon gesagt, die Gewinnmitnahmen am Ende bei stark fallendem Volumen. Ja, wir sehen hier die ganzen roten Kerzen stark fallenden Umsätzen. Das heißt, da war für mich klar, die wird nicht tief fallen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass hier weiter hochgehen wird. Und das war zu dem Zeitpunkt hier. Und es kam tatsächlich zu einer Seitwärtsphase, bevor es dann Richtung, ich glaube, 150 Euro wieder aufging. Das ist ja die ganze Kunst eigentlich, einfach Price-Action mit Volumen zu kombinieren, um eine rasche Einschätzung zu treffen, für welche Seite scheint die Action wahrscheinlicher zu sein. Trendfolge, Breakouts und dann kann man auch wunderbar screenen die Sonderfälle, wo das Volumen im Tageschart tatsächlich mehr zählt als jetzt der Kontext des Swings oder der letzten Tage. Das wären ganz klassisch Breakaway Gaps und Runaway Gaps. Ja, Runaway Gaps sind oft die Mitte von Trends und sind einfach Trendbestätigungen und da kommen diese Aktien dann auf meine Watchliste, wo ich sage, okay, jetzt haben wir gerade einen Gap nach unten gehabt und da hüpfe ich jetzt dann nicht mehr nach so einer langen roten Kerze, aber ich warte halt auf die Korrektur und wenn die unter fallenden Umsätzen stattfindet, kleine rote Kerze, Stop Sell, ab damit. So, machen wir jetzt erst Screening oder die Checkliste? Nee, machen wir Screening. Ab damit. Also als Screener nutze ich finviz.com und TradingView, wie ihr vielleicht schon wisst. Beide haben ihre Stärken. Ich fange generell an, am liebsten mit Finviz. Ist einfach so eine Routine geworden. Und kann jetzt mit Finviz screenen nach, zum Beispiel fangen wir an mit den Sonderfällen. Ja? Sag, wer hat denn jetzt gerade ein neues Zwischenhoch gemacht? Erstens gehe ich hier mal auf Market Cap, bei den Sonderfällen auch gerne inklusive der Small Caps, also ab 2 Milliarden Marktkapitalisierung. Kannst du hier USA auswählen, sonst habt ihr hier immer ein paar Treffer auch aus dem Ausland dabei. Und man könnte jetzt hier schon relativ Volume auch mit reinnehmen. Das machen wir direkt. Ja. Sagen wir mal, das Volumen ist gerade zweimal so hoch wie typisch. Warum nur USA, fragt Fabian. Also Finviz konzentriert sich hier auf die USA und wenn du hier die anderen Länder mit reinnimmst, sind dann nur ein paar ausgewählte Stocks dabei, nicht alle. Da müssen wir dann auf TradingView zugreifen. Oder auf kostenpflichtige Variante Finviz, kenne ich noch gar nicht. Ich bin sowieso jetzt zu 99% mittlerweile bei den USA gelandet, aus diversen Gründen. Liquidität, Ausführungsqualität, Spreads und eben kostenloser Handel, Aktienhandel mit echten Aktien. So, was ich jetzt hier, also bei den beschreibenden Kriterien USA, Marktkapitalisierung einstellen und hier kann ich schon relativ das Volume auch einstellen und bei den technischen Kriterien kann ich jetzt sagen, okay, ich will ja jetzt nicht hier, gut, ich habe sogar nur 33 Treffer hier, das könnte ich sogar hier durchgehen lassen und die 33 manuell durchscreenen, aber typischerweise sage ich noch, okay, ich will jetzt, dass die Aktie ein neues 52 Wochen hoch gemacht hat, dann finden wir hier keines mit doppeltem Volumen. Wir machen hier mal den Volume-Filter erstmal raus.
So, wir haben hier ein neues Tief bei Asana, Lucid Group und Brookshield Business Corporation. Sortiere die immer gerne nach Market Cap und betrachte ihnen hier unter dem Reiter. Wenn ich könnt zwar hier mit der Maus drüber hovern und dann seht ihr hier so einen Mini-Chart-Vorschau. Aber besser ist, wenn ihr hier auf den Reiter TA klickt, dann seht ihr die Charts schon mal größer. Ich mache hier dann die technische Analyse noch aus, hier ohne Trendlinien und Formationen eingezeichnet zu bekommen, weil, wie gesagt, ich will nur die Kerzen sehen und das Volumen dazu. Und hier wird mir Lucid mit einem neuen Tief angezeigt. Was ich jetzt suchen würde, wäre nach längeren Seitwärtsphasen und jetzt haben wir gerade ein frisches neues Tief, dann wäre das ein Breakout. Ja, ich sehe hier aber bei Lucid keinen Breakout, ist gerade dabei, eine Seitwärtsphase zu bauen, könnte noch nächstes Wochenende dann soweit sein. Asana ist hier, wäre interessant gewesen, wenn die Kerze auch rot bleibt und tatsächlich unter dem Zwischentief schließt, dann hätten wir hier einen schönen Ausbruch nach unten. Wir sehen hier sogar eine massive Unterstützung. Ja, so einen Chart hole ich mir dann gern in TradingView oder FreeStocks nochmal genauer rein. So, damit ihr das schön seht, wir haben hier eine fette Unterstützungszone. Ja, und da sitzt Asana jetzt gerade drauf auf. Das ist jetzt natürlich jetzt kein Breakout, aber kommen auf die Watchlist. Weil es könnte ja einer werden die nächsten Tage. Auch natürlich wieder newsbedingt, aber nach Gap Down eigentlich starker Kampf. Das sieht man hier im Tageschart nicht gut. Dann heißt es wieder, wie kann ich den Kontext herstellen? Etwa indem ich in den 30-Minuten-Chart zoome. Und dann sehen wir hier, ja gut, aufwärts eigentlich wenig Aktivität bis auf die Power Hour am Schluss wieder. Also klares Unentschieden hier. Kommen auf die Watchliste, weil idealerweise hier sie noch ein paar Tage hier pendelt und dann unter 15,7 Dollar schließt. Notiere ich mir gleich mal. Asan. Bookshields hier ähnlich, ja, massive Unterstützung hier um 21 US-Dollar und kämpft auch gerade darum. Ja, fast gleiches Bild, kann man sagen, nur dass hier keine Earnings waren, sondern einfach nur die normale Action. Was sehen wir hier? Volle Dividendenausschüttung, viel Aktivität. Ja, sieht hier eigentlich bullish aus und hier kommt man beim Screenen dann wieder oft auf Kandidaten, die man ursprünglich, nach denen man gar nicht gesucht hatte. Hier suche ich eigentlich nach bearischen Breakouts, aber hier sieht man tatsächlich einen potenziellen Sonderfall, hatte ich nicht so oft, eine antizyklische Bodenbildung. Wir sehen hier die lange rote Kerze vom Donnerstag, ja, und da auffallend wenig umsetzen und die beiden Handelstage links und rechts mit mehr Aktivität. Das heißt, da wird gekämpft um eine Bodenbildung. Und das mündet dann bei mir gerne in einem Entweder-Oder. Ich gehe hier unter dem Tagestief Short und über dem Tageshoch Long. So, ja, zwei Kandidaten beim ersten Screening. Neues Hoch hatten wir nicht mit. Ah, doch, jetzt haben wir 56 neue Hochs, wenn wir diesen relativen Volume-Filter hier weglassen. Hier haben wir einen schönen Breakout bei Lockheed. Ja. Big Picture ist bullish. Aufwärtstrend auch. Unter guten Umsätzen, ja, und jetzt der Ausbruch auf ein neues Hoch. Das heißt, hier haben wir einen Breakout-Kandidaten bei Lockheed. Ja, ist schon mal schön zu wissen, an Treffern mangelt es heute nicht. Da habe ich mir auch gleich wieder eine Liste an, die ihr nachher auch noch zu sehen bekommt. So, die Optionen sind klar. Ich kann hier, nachdem die Aktie noch nicht zu weit gelaufen ist, eigentlich sofort über den Tageshoch für Montag Long gehen, das wäre die klassische prozyklische Variante. Bin ich nicht mehr so der Fan von, mein Team weiß warum.
haben einfach gesehen, dass diese Breakouts, die alle sehen, ja auch nicht immer so gut funktionieren können. Das heißt, ich versuche mir den Edge dann eher bei einem Rebound zu holen, bei einem Retest der Unterstützung. Aber davon abgesehen wäre das ein klassischer Breakout, wo Price Action und Volumen sagen, go for it. Ja, kann man dann auch diverse Informationen einzeichnen, aber das erfolgt bei mir eigentlich alles auf visuell. Die ersten Sekundenbruchteile, die Einschätzung, das seht ihr dann alles mit etwas Übung, ohne hier ständig rumzeichnen zu müssen. So, Automatic Data Processing, da gibt es jetzt nichts zu tun, ja, zeigt mir sofort einen Blick, ich hüpfe nicht einfach im laufenden Trend hinterher, sondern ich will ja hier, so wie bei Lockheed, einen frischen Impuls, ja, ich will beim Impuls früh dabei sein, nicht hier einfach irgendwann nachspringen. Chile Science ist das Gleiche, ich suche nach wirklich Konsolidierungen, so wie hier, General Dynamics, wo wirklich auch ein Widerstand ersichtlich ist, idealerweise Doppeltop oder Trippeltop oder eben eine klare Range, die dann gebrochen wird. Also, General Dynamics. Big Picture, ja, Bullish. Umsätze, das hier war ein bärischer Impuls, gefolgt von sehr schwacher Aufwärtsbewegung. Also da hätte ich jetzt eigentlich auf Trendwende getippt bis hierhin. Mittwoch wurde stark gekauft und jetzt Freitag der Ausbruch. Gefällt mir nicht. Ihr seht vielleicht warum. Ja, wir haben hier am Freitag trotz längerer, grünerer Kerze wesentlich weniger Umsätze als am Mittwoch, wo wir noch unter dem Widerstand waren. Das heißt, das kommt auf die Watchlist. Aber wird das nicht sofort am Montag für mich ein Kandidat. General Dynamics. Super Frage von Thomas. Welchen Einfluss auf deine Analysen haben so kurzfristige Ereignisse in den Charts wie NFP-Zahlen, Consumer Price Index-Zahlen, Inflationszahlen oder Fed-Meetings? Keine. Tatsächlich keine. Weil erstens musst du sie mal richtig einschätzen. Ja? Und wir sehen ja täglich regelmäßig um 14:30 Uhr, 15:30 Uhr oder 20 Uhr, dass nicht mal die Marktteilnehmer die richtig einschätzen können. Das heißt, es ist ohnehin oft ein Coinflip. Und ja, wenn ich jetzt sehe, weiß ich, okay, das war ein großer Hexensabbat, viermal im Jahr und an dem Freitag hast du halt meistens sehr hohe Volumina, bestätigt das ja trotzdem die Richtung, die Aktivität, wenn man vor allem in den 30-Minuten-Chart dann reinzoomt und sieht, okay, um 12 Uhr war der große Verfall, aber bis 17:30 ging es dann trotzdem dynamisch in eine Richtung mit viel Aktivität, dann ist das ja nicht mehr der Verfallstag, sondern ist dann schon wieder eine natürliche Bewegung. Tatsächlich lasse ich diese Zahlen der letzten Woche, der letzten Tage durch den Rost fallen, weil der Kurs und das Volumen haben ja ohnehin alle Informationen eingepreist, ohne dass ich mir hier irgendwie noch als Künstler betätigen muss, diese Zahlen irgendwie rein zu interpretieren oder berücksichtigen zu müssen. Monster Beverage macht hier gerade einen Doppeltop vielleicht oder auch nicht, aber nichts zu tun für mich am Montag. Enphase, immer wieder mal gehandelt die letzten Monate wegen relativer Stärke. Ja? Also dieses Screening hier nach 9-52 Wochen Hochs ist auch ganz klar ein Screening nach relativer Stärke. Ja, liebe Leute, und relative Stärke kaufe ich lieber und relative Schwäche shorte ich lieber, weil ich hier wieder die Statistik den Edge ein kleines Stückchen auf meine Seite ziehe. Ja, ist erwiesen, dass starke Aktien eher stark bleiben und schwache Aktien eher weiter schwach bleiben. Enphase hat hier einen sehr, sehr, sehr fetten Widerstand überwunden mit Freitag, auch unter guten Umsätzen, also definitiv ein Breakout-Kandidat. Nachspringen. Oder die Umsätze sehr schön anziehen hier bei
Ulta Beauty, noch nie gehört. Ja. 24 Milliarden Marktkapitalisierung, gar nicht so klein. Aber gerade bei den US-Aktien treffe ich immer wieder auf Aktien, die ich kaufe oder shorte, ohne zu wissen, was die machen. Dann geht mich nicht. Hauptsache Price Action, Volumenbild passen. Danke für die Antwort, mein Thomas. Das klingt nach entspanntem Handeln gegenüber Daytrading. Willkommen in meiner faulen, bequemen Swing-Trading-Welt, Thomas. Manta Services. Ja. Hier schon mal auf dem Schirm gehabt. Ist jetzt über dem Widerstand. Und während Kandidat ist ein Kandidat für die Watchliste. Für einen Retest hier in Region 150 US-Dollar. Und dann, wenn dieser Retest unter fallendem Volumen stattfindet, dann eine kleine grüne Kerze auftritt. Gerne PWR auf die Watchlist. Steam Dynamics sieht zwar super aus, aber ist hier schon wieder ganz schön gelaufen. Das kommt für mich auf die Watchliste sehr stark. Also über Big Picture, klar bullish, Impulse hier super. Ja. Hier seht ihr ein schönes Beispiel auch für VPR. Massive Impulse nach oben, gefolgt von, wenn man vom Hoch hier wegzieht, vom letzten grünen Kerze wegzieht, fallende Umsätze in der Korrektur. Hier auch wieder sehr schön bullish. Hier ziehen sie auch wieder an, die Umsätze. Die zwei Kerzen, da war es kurz kritisch. Mit der langen Kerze und dem Doji hier, das schreit immer gerne nach Top-Bildung. Aber das Umfeld war jetzt die letzten Tage einfach zu stark. Nächster Impuls nach oben. Wieder Korrektur mit sinkenden Umsätzen. Jetzt zieht es wieder schön an. Also da haben wir hier am Mittwoch, war ein super Kaufsignal. Jetzt bin ich zu spät dran. Schöner Breakout ist es auch nicht. Ist einfach nur ein neues Zwischenhoch. Das ist, kommt auf die Watchliste für meine VPA-Trendfolge. Es ist nicht so, dass ein Screener immer nur ein Setup auswirft. Ja, seht schon, das vermischt sich gern mal, weil ich einfach generell gerne nach relativer Stärke Ausschau halte für meine Long-Setups und umgekehrt für meine Short-Setups. Heiko wäre auf der Watchlist nicht verkehrt, weil die klopft hier schon massiv an den Widerstand an. Ja. Das schreit nach einem Breakout und hier finde ich dann mit diesen Screening-Kandidaten für die nächsten Tage für einen potenziellen Breakout und in Folge dann, nächsten Tage, Wochen auch für Trendfolge wieder, wenn sich ein neuer Trend etabliert. Heiko kommt auf die Watchlist. Nachspringen wollen wir nicht. Ich könnte hier natürlich jetzt hier BMRN zum Beispiel, ja, auch fragt sich vielleicht der ein oder andere, oder ich bringe die Frage jetzt auf, schreibe ich jetzt BMN nicht sofort auf meine Watchlist für Trendfolge? Ja, ist ein super dynamischer Impuls aufwärts. Wenn die jetzt etwas korrigiert und da unterdurchschnittlich umsetzen, dann wird das doch ein Kaufkandidat für mich, für meine Trendfolge. Warum schreibe ich die Aktie jetzt nicht auf meine Watchliste? Weil ich dann wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl auf meiner Watchlist hätte. Ich suche dann anders nach meinen trendfolgenden Kandidaten. Das sehen wir gleich im nächsten Screening, dass ich das schon vorweg sage. Klaus-Peter, welche Parameter hast du nochmal eingestellt? Versuche nebenbei mitzuscreenen. Einfach nur noch neun Hochs. Wir sind gerade bei 9,52 Wochen Hochs. Wir haben ja über 56 Treffer. Das könnte man jetzt dann einschränken. Ja, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Descriptive nochmal Market Cap, mindestens 2 Milliarden. Da sind dann die Small Caps auch dabei. Wenn du gar nicht die Möglichkeit hast, Small Caps zum Beispiel auch zu shorten, vielleicht beim Neo-Broker bist oder einfach beim Falschen, dann kannst du ja ohnehin schon mal neu einschränken, dass du sagst, okay, mindestens 10 Milliarden, dann ist es schon wahrscheinlicher, dass dein Broker die auch hat. Und wenn du noch weiter einschränken willst, kannst du hier schon das Volumen einschränken, wenn du sagst, okay, ich möchte wenigstens ein relatives Volumen haben, das mindestens einen halben Mal so groß ist wie üblicherweise und dann spuckt es dir schon mal mehr das weniger Treffer aus. Das heißt, es gibt nicht die Einstellung, sondern ich taste mich ran. Ja, wenn ich jetzt zu viele Treffer habe und ich keine Lust habe, hier einen ganzen Sonntag zu screenen, dann schränke ich ein, um immer mehr Richtung Premium zu kommen oder umgekehrt eben mit Premium anzufangen. Wir haben schon gesehen, bei
Relative Volume über 2 gab es keine Treffer. Dann taste ich mich halt nach unten vor. Und dann kriege ich ja meine 12 Treffer. Da hatten wir schon LM. Lockheed hatten wir schon. Enphase hatten wir schon. ABC auch wieder so ein super, super bullischer Trend. Große relative Stärke. Wird ein perfekter Trendfolge-Kaufsignal nach der nächsten Korrektur. Kommt aber noch nicht auf meine Watchlist, weil die Korrektur noch nicht da ist. Nach der Korrektur kann ich offscreenen. Machen wir am nächsten Schritt. Machen wir noch kurz diese Breakout-Liste. Ob wir da noch einen verpasst hatten. Nee, könnte bald soweit sein. Jetzt hier. So. Welche Broker ich verwende? Klar ist die Frage, kommt wieder. Free Stocks für US-Aktien, ganz klar, wegen kostenlosen Handel und Shorten mit Hebel. Hebel ist gut, Hebel ist nicht böse. Hebel erlaubt mir, mehr verschiedene Signale umzusetzen als jetzt nur 4. Dann kann ich halt 8 oder 10 Signale umsetzen. Und mit echten Aktien umgehe ich halt auch diese listige, nicht bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland, die Verlustverrechnungsgrenze von 20.000 Euro. Wie es bei CFDs der Fall wäre, als CFD-Broker nutze ich Active Trades, haben sich auch sehr bewährt bei den Aktien-CFDs. Interessiert dich, ob beim Long Shorts die Aktie über oder unter dem 200er MA sind? Bei dem Screening jetzt ganz klar nicht, weil hier sowieso nach neuen Hochs und neuen Tiefs screene und dann hast du diese, dann hast du sowieso, bist sowieso über dem 200er SMA oder unter dem 200er SMA. Damit kommen wir aber zum Screening der Trendfolge und hier kann ich sehr wohl sagen, okay, jetzt suche ich nach VPA-Setups. Ja? Jetzt haben wir ein paar Breakout-Kandidaten, ich blende die mal kurz ein. Da ist mein BBUC, LMT und Enphase, haben wir gefunden beim Breakout-Screening, gleich für Montag und ein paar auf der Watchliste. Also die Liste wird noch länger werden in den nächsten Minuten. Jetzt screenen wir nach den Trendfolgern und hier habe ich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich taste mich ran. Ja? Ich will jetzt nicht 100 Kandidaten jeden Chart durchgehen. Da bin ich wieder, ist mir mein Wochenende zu wertvoll, sondern ich fange mal an mit Market Cap über 10 Milliarden. Relative Volume lassen wir hier mal raus. Wir bleiben wieder bei USA und Market Cap 10 Milliarden. Dann gehe ich jetzt in die technischen Kriterien. Lösche wieder dieses 52 Wochen hoch und jetzt gehen wir nackt her und sagen, okay, jetzt will ich Aktien finden, die im Aufwärtstrend sind, aber auch gerade günstiger geworden sind. Jetzt haben wir den Fall, wir haben wunderbare Aktien im Aufwärtstrend gesehen, die aber noch nicht korrigiert haben. Also würde ich mir die jetzt auf die Watchliste für die nächsten 5 Tage packen und wahrscheinlich jeden Tag umsonst ansehen, sondern ich kann ja am Wochenende schon sagen, hey, wo hat es denn schon begonnen zu korrigieren? Ja, indem ich jetzt sage, okay, zum Beispiel habe ich jetzt diesen 200 SMA, ja, denn der schon erwähnt wurde, hier kann ich schon mal ein bisschen grob filtern, okay, die Aktie muss schon mal über den 200 SMA sein, das ist mir aber noch zu wenig, ich will auch eine Performance, die sagt, okay, wir haben einen positiven Monat, ja, kann ich dann noch einschränken, der positive Monat muss plus 5, plus 10, 20% haben, ich fange mal an bei, er muss einfach positiv sein, um mal zu sehen, wie viele Kandidaten kriegen wir denn. Weil ich will ja jetzt nicht eine Aktie, die letzten 12 Monate positiv war, sondern ich suche ja nach Impulsen. Und diese Impulse müssen ja wirklich gerade jüngst erst zurückliegen. Das kann ich mal zum Beispiel mit diesem, okay, der Monat muss zumindest positiv sein. Und jetzt kann ich aber sagen, okay, die Woche, also die letzten 5 Tage, die Woche ist negativ. Ja. Week down. So, da kriege ich statt 380 Kandidaten schon mal 78. Ist mir noch zu viel. Ja, ist mir noch zu viel. Jetzt kann ich sagen, okay, ich fange mal an mit, der Monat muss wenigstens 10% plus gebracht haben. Ja, dann sind wir schon bei 22 Kandidaten nur noch und die kann ich jetzt schon super screenen. Was heißt Monat und Woche? Die Woche zählt eben die letzten 5 Tage, ja, nicht die Kalenderwoche. Also wenn du am Mittwoch screenst, wird er nicht nur Dienstag, Montag, Dienstag anzeigen, sondern die letzten 5 Handelstage und Monat sagt die letzten 20 Handelstage.
Screenst du für die Trendfolge bullish oder bearish nach Gesamttrend oder beides? Nach Gesamttrend oder beides? Sebastian, kapiere ich gerade nicht. Muss bitte spezifizieren. Ja, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ja, die Frage ist, weil du suchst jetzt nach Korrekturen, also nach Aufwärtstrends, die korrigieren. Machst du das, weil der Gesamttrend jetzt gerade eher bullish ist, also der Gesamtmarkt gerade bullish ist, oder suchst du gleich noch sowieso nach bearish auch noch? Das mache ich jeden Tag, egal. Ich suche jeden Tag Longs und Shorts. Ja. Mir ist der Gesamtmarkt gut österreichisch wurscht, weil ich wieder nur so wenige Tage in Aktie bin, dass Aktien hier sehr wohl ein Eigenleben haben. Auf Sicht von 3, 4, 5 bis 7 Tagen. Zeigt sich in jeder Auswertung. Wir haben hier auch klassische Frage, ja, warum nimmst du nicht den S&P 500 als Trendfilter, ja, und machst jetzt den bullischen Bullenmarkt nur Longs? Natürlich jetzt in Jahren wie 19 und 20, ja, wo die Stonks to the Moon nur eine Phase gab, haben mich Shorts nicht wirklich vorangebracht. Wohl stimmt nicht, sogar die Shorts waren am Ende positiv. Aber jetzt an diese ganz dynamischen Trendphasen an allen Märkten, wie wir sie hatten, die sind ja die Ausnahme. Die Regel sind Seitwärtsphasen und Trendwechsel, ständig sich abwechselnde. Und wenn ich hier immer warten würde, bis jetzt der Index oder der Gesamtmarkt klar in eine Richtung tendiert, dann verliere ich genau diese tolle Zeit, wo ich eigentlich mit Longs und Shorts hier immer frühzeitig von den neuen Impulsen profitiere, die mir die Ertragskurve extrem glätten. Also wenn du jetzt immer wartest, bis der S&P jetzt sowohl über dem 200 SMA ist, als auch der 20er über dem 10er, oder der 10er über dem 20er und nur dann sind nur Longs erlaubt, dann kommst du halt immer in die Phasen rein, wo es genau dreht, dass du dann auch nur Longs handelst, wenn es eigentlich schon wieder abwärts dreht. Und damit, dass ich im Longs und Shorts fast täglich immer gemischt im Depot habe, glätte ich mir die Ertragskurve und konsolidiere und diversifiziere ausführlich. Wo war ich jetzt? Genau. So, wir haben eingeschränkt jetzt auf 22 mögliche Long-Kandidaten. Die kann ich optisch super screenen. Wir haben wieder sortiert nach Market-Kapitalisierung und fangen an. Hier bei NextEra Energy. Ja, die ist die Woche zwar minus, aber die hat nicht korrigiert, sodass ich hier keinen Long sehe. BlackRock. Das sieht Price Action toll. Ja, wir haben starken Aufwärtstrend gehabt und jetzt eine Korrektur. Wäre ein toller Kandidat, wenn jetzt auch noch das Volumenbild dazu passen würde. Was haben wir hier? Wir haben hier Aufwärtsimpuls, ja, und eine Korrektur unter fallenden Umsätzen. Alles wunderbar. Dann wäre übrigens das hier wäre schon Kaufsignal gewesen. So, ich suche dann nach kleinen grünen Kerzen, über die ich die Stop-Buy-Order legen kann. Was haben wir jetzt? Wir haben die zwei roten Kerzen, ja. Oh gut, die Umsätze ziehen an, aber jetzt explodieren sie gerade wieder. Und wir haben hier am Mittwoch einen schönen Hammer. Wenn ich hier in den 30-Minuten-Chart reinzoome, sehe ich hoffentlich, das machen wir kurz, das ist dann immer der Kontext. Am 30. Ja, das hier, genau. Da waren bergauf, wesentlich mehr Händler unterwegs als bergab zum Gap. Deshalb ist dieser Hammer sehr bullish und jetzt auch hier sehr viel Aktivität. Also, schöner Kaufkandidat. BlackRock kommt auf die Liste. General Electric hat zwar verloren, aber klebt in der Seitwärtsphase fest. THX zu wenig korrigiert. HCA zu wenig korrigiert. Agilent zu wenig korrigiert. Walgreens, Seitwärtsphase, baut hier gerade einen Widerstand auf bei 42. Consolidated Edison. Hat zwar jetzt eine kleine grüne Kerze in einer Korrektur, aber da halte ich mich noch raus. Es ist zwar tatsächlich oft so, dass gerade ganz kurze, knackige Korrekturen, dass man oft auf nicht mehr warten sollte in steilen Trends, aber so steil ist der jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ist schon super bullish, aber ich hätte einfach gerne noch ein bisschen mehr Korrektur.
Komm auf die Watchliste. Also ihr seht schon, ja, das ist jetzt nicht jedes Setup, habe ich schwarz auf weiß festgeschrieben mit muss 0,8% korrigieren, bla bla, sondern da gönne ich mir den Luxus nach über 20 Jahren her, das außen teilweise immer noch im Bauchhaus zu entscheiden. Nee, gefällt mir nicht. Aber das Regelwerk ist zumindest zu, sag ich mal, 90% klar. Jetzt für unsere Echtgeld-Challenges, die wir da im Team machen, muss ich mir natürlich bemühen, die wirklich in Stein zu meißeln. Global Foundries. Schauen wir uns nochmal an, genauer. Big Picture. Ja, wir haben neue Hochs, höhere Tiefs, ist klar. Wir haben hier, da fallen die Umsätze extrem ab. Auch die lange her, das gefällt mir oben gar nicht. Also das ist eigentlich, das schreit Alarm nach Short, ja. Das sehen wir leider in Zukunft schon, aber das war eigentlich, habe ich nicht gesehen, nicht gehandelt live leider. Ich kann hier im Nachhinein schön klugscheißen, aber schaut mal die austrocknenden Umsätze hier an. Dreimal fallende Umsätze bei drei grünen Kerzen in Folge an einem Widerstand. Also Zucker für einen antizyklischen Short. Was ist jetzt der Fall? Okay, Beruhigung. Ja, das ist weit weg von Premium-Bilder. Das ist so ein Lala. Okay, ihr könnt ja wieder auf Long spekulieren. Price-Action hat hier lange untere Schatten. Das heißt, hier wurde die Tiefs immer wieder aufgekauft, auch unter guten Umsätzen. 30-Minuten-Chart, ja, bestätigt das hier auch. Ach, hier nicht, da ging es massiv bergab. Nee, Larifari, kein Premium-Volumen-Bild, weg damit. Renato, gehst du bei BlackRock mit dem Stopp? So, mit dem Stopp unter die grüne Tageskerze oder unter das Bewegungstief. Wollte ich am Ende noch machen, aber wenn du schon fragst, machen wir es gleich. Also Stop-Buy-Order kommt auf das Tageshoch. Das Tageshoch ist hier 713,5 wird die Stop-Buy-Order sein. Nee, ist zu eng bei den Preisen. 0,7 Spoiler ein bisschen einberechnen. Und jetzt suche ich mir hier in der Regel im 30-Minuten-Chart einen möglichst engen, sinnvollen Stopp und der wäre hier unter dem Tagestief. Allerdings ist jetzt das Swing-Tief gar nicht mehr so weit weg, dass es hier wenig Sinn macht, sich hier zu sehr zu eng die Luft abzuschnüren. Das heißt, hier kommt der Stopp unter das Swing-Tief hier und ich peile Chance-Risiko-Verhältnisse von 3 an. Ja, geht sich hier bis zum Zwischenhoch auch perfekt aus. Wenn jetzt das Kursziel dieses CFA von 3 knapp über dem Hoch liegen würde, dann wird es reduziert, weil es macht jetzt keinen Sinn, hier wegen ein paar Cent, Prozentpünktchen Zugewinn noch einen Widerstand zu riskieren. Diese Kursziele, ja, 1:3, werden jetzt nicht sehr oft erreicht, weil ich nach 5 Tagen raus bin. Das ist einfach der statistisch sinnvolle Zeitstopp, der sich gezeigt hat in all den Jahren, dass wenn sich die Aktie nicht in 5 Tagen in Richtung Kursziel entwickelt, dann tut sie es oft auch gar nicht mehr. Da bin ich raus. Also die meisten Trades enden im Zeitstopp. Genau. So, kurz die Liste noch fertig machen. Wir suchen nach schönen Korrekturen im Aufwärtstrend. Wir haben hier PPL. Das wäre so eine Mini-Korrektur von nur einem Tag wieder. Jo. Kann man kaufen. Jetzt ist zwar eine Reversal-Kerze gewesen am Donnerstag. Ja, schöne Öffnung, dann Abverkauf, also ein Piercing-Pattern, aber deutlich weniger Aktivität als die bullische Flagge davor. Wäre ein aggressiver Kauf im steilen Aufwärtstrend. PPL. Payout-Dividende beachten bei BlackRock. Moment, dann habe ich wahrscheinlich wieder nicht hingesehen. Ja, genau. Wenn jetzt am Montag die Order ausgeführt wird, super Frage von Wise. Wenn die Order ausgeführt wird am Montag, dann Achtung, vor 22 Uhr die Orders, die Exit-Orders, Stop-Loss und Kursziel anpassen an 4,88 Dollar Dividende.
Das heißt, der Kurs wird ja dann am Dienstag um 4,88 Dollar tief eröffnen wegen der Dividende. Deshalb muss ich den Stopp nach unten anpassen um 4,88 und das Kursziel nach unten ziehen um 4,88 Dollar. Seht ihr hier die Ausschüttungssumme. Sehr gut gesehen. Streichst du die Aktien von der Watchlist, bei denen Earning Calls im Zeitraum des Swing Tradings anstehen? Ja, keine Trades im Zeitraum von 5 Tagen vor den Calls, vor Earnings. Also wenn jetzt hier Earnings anstehen am 13. Oktober, dann wieder in 5 Tagen davor. Auch wenn es hier zum Beispiel ein schönes Short-Signal gewesen wäre, wir haben ja fallende Aktivität bei der Korrektur im Abwärtstrend, 3, 4, 5, dann wäre am 5. Tag Earnings gewesen. Hätte ich um einen Tag nicht machen dürfen. First Solar, nee, auch nicht genug korrigiert. Atmos, die kommen mir auch oft runter. Jo, nehme ich. Wir haben einen schönen Aufwärtstrend, schönen Aufwärtsimpuls. Lange rote Kerze mit deutlich weniger Aktivität als die lange grüne davor. Ja, Mittwoch war Action, haben wir das Thema CPI-Zahlen etc. Aber das wird ignoriert. Das ist alles im Kurs und im Volumen eingepreist. Und daher auf die Liste mit dir. Was ist bei Atmos mit dem Unterschreiten des letzten Zwischentiefs? Das hier, das ist ein Zwischentief formell, aber das ist ja keine Unterstützung, eine massive. Auch eine, die sich noch nicht bewährt hat, beziehungsweise die sich ja intraday eigentlich bewährt hat am Freitag, weil sie ja wieder zurückgeobert wurde. Das wäre das hier, ja. Das ist das Eröffnungstief hier vom 28. November, wurde unterschritten, ist wieder zurück erkämpft worden. Und hier mit dem. Jens, ich schalte dich kurz wieder stumm. Mal kurz was im Hintergrund zu hören. Die Kauforder kommt hier über das Hoch vom Freitag und da wäre auch das Eröffnungsgap wieder geschlossen. Alles safe. Ja, ist jetzt, wie gesagt, wir wollen mehr als 50% der Fälle richtig liegen, nicht in allen. Und das hier hat keine Relevanz. Nee. Und ist ja wieder zurückgebaut worden. Die Kauforder würde auch darüber liegen. Bitte gerne. So, Rail Resource, es ist im Nirgendwo hier, was war das, MTN, zeige euch kurz, warum das nicht in Frage kommt. Ja, massiver Aufwärtsimpuls, sehr viel Aktivität, sehr wenig jetzt für die Seitwärtskorrektur. Erstens haben wir Earnings am Donnerstag, also kommt die Aktie schon mal nicht in Frage, und zweitens ist die ohnehin nicht grün, die Kerze, nee, kommt für Montag nicht in Frage, auf die Watchlist die Woche auch nicht, wegen Earnings. So, das waren mal die Premium-Long-Kandidaten. Premium, weil ich hier einen Monat auf plus 10 eingeschränkt habe. Aber wenn das immer noch zu viele Ergebnisse jetzt gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, die Woche muss, ja, Woche minus 10% ist schon hart, aber in der Regel kommt man mit Monat muss 10% im Plus sein, schon auf eine Liste, die man locker händisch screenen kann. Dann die Gegenseite. Ja, ich will negatives Monat und eine positive Woche. Kann man bei Finviz auch auf einfache Kennstick-Formationen eingehen? Ja, du hast hier rechts den Screener, der ganz gut funktioniert. Jetzt für, sind sie ja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Es sind jetzt nicht viele Formationen, es sind nur Single-Kerzen-Formationen. Marubozus, das sind ganz klare grüne oder schwarze Kerzen, Dojis und Spinning Tops, Hammer. Ja, das ist nicht viel, aber sie treffen ganz gut. So, Monat down, Week up, jetzt habe ich noch Preis. Das ist witzig, oder? Hier haben wir noch den Filter eingestellt. Dass der Preis der Kurs über dem 200 SMA sein muss und trotzdem haben wir hier 17 Treffer. Klar, kann ja trotzdem, der Preis kann weit über dem
zum 200er Tagesdurchschnitt sein, wie hier bei Humana. Wir haben trotzdem aber auf Monatssicht einen Verlust und auf Wochensicht einen Plus. Ja, um jetzt aber wirklich hier die relativ Schwachen zu kriegen, sagen wir, der Preis muss auch unter dem 200er SMA sein und schon haben wir mit Tesla gleich mal einen ersten Kracher, der ja frisch im Abwärtstrend ist. Und hier jetzt gerade schön korrigiert. Jetzt müssen wir schauen, ob das Volumenbild auch passt. Price Action sagt, ist nur eine bärische Flagge. Sagt das Volumenbild, wir haben hier Impuls nach unten. Das ist, ja, oh, jetzt wird es schwierig. So, super Beispiel. Nee, wir haben hier in den letzten Tagen sehr gute Tage auch dabei. Also das Volumenbild, wenn ich das Volumen nicht sehen würde, werden wir kurz aus, dann wäre das hier einfach eine bärische Flagge für mich und ich, solange jetzt dieses Zwischenhoch hier nicht überschritten ist, würde ich einfach auf den nächsten Short setzen. Das Volumenbild dazu sagt mir, Moment mal, ja, wir haben hier sehr viel Aktivität bei steigenden Kursen. Da passt das nicht ganz ins Bild, ja, das ist nicht kongruent. Deshalb habe ich einen leichten Widerspruch und nachdem wir mit Sicherheit jetzt schon genug Kandidaten haben für Montag und noch viele finden werden, muss ich es hier nicht erzwingen. Ja, das ist der große Vorteil, wenn man ein großes Aktienuniversum als Waffenarsenal hat, dass es einfach fast jeden Tag Premium-Bilder gibt. Das ist ja kein Premium-Bild. Tesla ist preisactionmäßig schön im Abwärtstrend, noch unter 200 Dollar, auch ganz wichtig, über 200 Dollar wird sich das neutralisieren. Aber das Volumen schreit hier jetzt nicht short. Nö. Disney hat einen negativen Monat, ja knapp. Ist jetzt aber schon wieder so weit gestiegen. Na, schau mal, was sagt die Price Action? Impuls nach unten, Korrektur nach oben. Uff. Nö, das ist kein Premium-Bild. Ja, wir haben hier großen Wimpel, solange der nicht. Da musst du rauszoomen, man sieht das nicht. Was sieht man nicht? Herr iPad. Ich muss rauszoomen. Woraus rauszoomen? Den Cursor, wenn du in Training View bist. Sieht dein Cursor hier nicht? Mal kurz jemand bestätigen im Chat oder per Mikro, dass ihr den Cursor seht. JJ sieht alles, Dennis sieht alles, Jakob. Okay, hätte mich jetzt gewundert. Dann war ich vielleicht einfach zu schnell mit dem Cursor und irgendwie hat vielleicht die Übertragung kurz geleckt. Ja, wenn du mit dem iPad drin bist, auch möglich, dass du hier einfach vielleicht einen Lag drin hast. Entschuldigung, war mein Fehler. Nichts passiert, Herr iPad. Alles gut. So, LHX. Nee, das ist, also ich suche wirklich einen klaren Trend, so wie hier, zack, runter, Impuls und Aufwärtskorrektur. Das war hier, Fidelity war hier Mitte November, ein super Short, ist aber nicht weit gegangen. Jetzt sehen wir, brauche ich gar nicht reinzoomen, brauche mir das gar nicht in Trading View genauer ansehen, weil ich sehe schon, die Umsätze sind sehr gut bei steigenden Kursen. Ja, Trendwende im Anmarsch. Rivian steckt in einer hässlichen Seitwärtsphase, aber schauen wir mal kurz. Also das war kein Impuls hier, da fehlt mir die Aktivität. Also Wischiwaschi, ja, mal nach unten, mal nach oben. Finger weg, ja, Premium-Bilder, Leute, Premium. Roblox auch nicht. Take-Two zieht gerade an, das war's mit hier unter dem. Wäre ein schöner Shortcut gewesen, bis hier dieser Bereich wieder zurückgeobert wurde, was ja mit Freitag erfolgt ist. Bis dahin sehen wir schön fallende Umsätze in der Korrektur. Aber jetzt war es das mit Shorts. Lucid hatten wir schon, da brauche ich aber jetzt noch eine Aufwärtsbewegung. Checken wir mal kurz rein, wie es aussieht. Nee, ist auch kein Premium-Volumenbild mehr in Richtung Short, weil die grünen Tage letzte Woche nach einer Bodenbildung schreien.
Da habe ich schon genügend andere Kandidaten. Live Nation Entertainment. Auch noch nie gehört. Das hat der Marktkapitalisierung ja, 17 Milliarden, also eher Small Mid Cap, ein amerikanischer. Und hier sieht man oft sehr schöne Section Volumen Bilder. Impuls nach Earnings, Korrektur, schwach. Das war hier ein super Short-Anstieg. Impuls nach unten, Korrektur, schwach. Perfekter Watchlist-Kandidat. Ja, das ist fast kitschig. Und die Kitschigen haben leider keine überdurchschnittliche Trefferquote zu den eher schwierigeren. Das ist auch ganz witzig, weil es auch vielleicht an diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen bestätigt, wenn es zu viele sehen, dass es ein klares Signal ist, kann es eigentlich nicht funktionieren. Aber gut ist dann doch oft genug auch. So, Palantir. Nee, sehe ich auch hier schon sehr gute Umsätze bei den letzten zwei langen grünen Kerzen. Cloudflare, auf der Suche nach einem Impuls. Zoom. Zoom, wenn wir Zoom nutzen, das muss man sich ja fast anschauen. Oh, ist es überhaupt die gleiche? Nee. So. Ah, nee, zu gute Umsätze bei den letzten freundlichen Handelstagen. MDB, das gleiche. Coinbase. Auf Coinbase werfen wir noch einen Blick. Ja, schöner Impuls nach unten. Korrektur fallend, ja, war auch ein schönes Setup hier. Dann Impuls wieder nach unten steigen, umsetzen jetzt. Fallende in der Beruhigung. Also Coinbase kommt definitiv auf die Watchliste hier. Idealerweise noch ein, zwei Tage nach oben mit weniger Aktivität. Dann eine kleine rote Kerze. Ein Träumchen. Frank, ob ich euch später die Watchlisten per Mail senden kann. Lass mich mal überlegen, was ich mit der Aufzeichnung mache. Ob ich die Aufzeichnung dann sowieso verschicke, dann kann ich die Watchlist natürlich auch mit verschicken. Sonst mache ich dir nachher noch einen Screenshot mit dem Handy. So, das war jetzt die, ich schränke es hier ein bisschen ein, jetzt waren nur 16 Treffer, wenn ich hier, na gut, sind ja gar nicht mehr. Ich habe ja nicht mal eingeschränkt, dass das Monat irgendwie stark negativ sein muss. Ja, wir haben ja gerade eine freundliche Phase, da findet man halt weniger klare Short-Kandidaten. So, das war Screening auf Trendfolge. Das kann ich jetzt nicht nur bei Finviz machen, das kann ich jetzt auch bei TradingView machen. Die Einstellung muss ich natürlich, will ich natürlich auch noch zeigen. Ihr habt hier den Screener, wo ihr hier bitte auf USA jetzt mal wählt, damit ihr, wenn ihr das nachvollziehen wollt, live, konzentrieren wir uns hier auf die USA und habe hier den Filter, wo ich wieder sage, okay, Marktkapitalisierung mindestens 2 Milliarden. Ich handle diese Small Caps bei Free Stocks kostenlos. Wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt, dann könnt ihr gleich auf 10 Milliarden oder gar 20 Milliarden Minimum Marktkapitalisierung gehen, dann kriegt ihr auch schon mal wesentlich weniger Treffer. Primäre Auflistung heißt, es wird nur die Heimatbörse gescreent. Und wenn ihr Small Caps mitscreent, dann achtet darauf, dass ihr den Filter Volumen mal Kurs mit reinnimmt, wo 5 Millionen tägliche Umsatz Minimum eine sinnvolle Einstellung ist, um hier Small Caps rauszukriegen, die sehr wenig Free Float haben, also wo sehr wenige Aktien im freien Umlauf sind. Liquidität ganz, ganz, ganz wichtig bei der Ausführungsqualität, damit ihr hier nicht irrsinnige Spreads zahlt oder immer in die Slippage reinläuft bei Stopp und Einstoppen, Ausstoppen. Hier habe ich wieder die gleitenden Durchschnitte mit reingenommen. Okay, ich will, dass die Aktie über dem 200er ist, dass der 50er über dem 100er SMA ist. Und hier kann man einfach ein paar SMA einstellen. Kann man aber anders auch machen, indem ich jetzt einfach wieder sage, okay, ganz wichtig, die Performance der letzten 3 Monate muss unter 30% liegen. Und ich sehe hier schon links unten, ich habe 33 Treffer. Ja, obwohl wir gerade eine bullische Phase haben, gibt es immer noch 33 Aktien, die in den letzten 3 Monaten mindestens 30% verloren haben. Und die, das ist schon eine Zahl, die ich mir dann gerne manuell ansehe. Ich kann hier wieder nach der Wochenperformance sortieren. Ja, sehr praktisch. Ich weiß ja schon, ich fange mit denen an, die eine bullische Woche hinter sich haben, im Abwärtstrend aber. 3 Monate negativ, Woche positiv.
Und werde hier gleich mal bei diesen Zahlen, ja, 96% Zugewinn in einer Woche, weiß ich schon, da steckt Dynamik dahinter. Da sehe ich beim Volumen, die kommen nicht mehr als Short-Kandidaten in Frage. Okay, die gar nicht so uninteressant. RCM, 4 Milliarden Marktkapitalisierung. Da ist es noch nicht, ja, da freundliches Volumenbild, aber nicht so freundlich. Atlassian zieht auch an. 5.9 ist ohnehin schon aus dem Abwärtstrend raus, wieder höhere Hochs, fällt auch weg bei mir. Affirm Holdings, auch gerne geschortet in den letzten Monaten und ein bisschen Widerspruch. Wir sehen hier, das war noch ein wunderschöner Impuls. Auch hier zwei fallende Umsätze bei der Gegenbewegung. Ja, es ist trotzdem gut. Und was mich hier stört, ist, dass es hier von Zwischenhoch weg eigentlich auch, wir auch fallende Aktivität sehen. Also wir haben hier keinen klaren Impuls mehr, während sie jetzt letzte Woche stark angezogen sind. Also da haben wir wieder Preis-Action-Volumenbild widersprechen sich. Thomas, planst du eine kommentierte Live-Screening jede Woche, jeden Monat? Wäre total cool. Boah, ja, schön, wenn das Anklang findet. Ich hätte es eigentlich nicht geplant. Andererseits muss ich es sowieso machen. Also, eventuell, lass mich mal drüber nachlegen. Nachdenken. Ich habe eher das Gefühl immer, ich schweife hier zu sehr aus und es sind zu viele Aktien-Screenings, aber schön, wenn ihr da Feuer und Flamme seid und immer noch dabei seid. Olapex, nee. Rogers Corporation. Nee, zieht auch an. Also wenn man hier wirklich auf minus 30% 3-Monats-Performance screent, stößt man unweigerlich auf viele Small Caps, die einfach wirklich sehr, sehr viel wohler auch aufweisen. MongoDB hatten wir schon, hat auch Earnings die nächsten Tage. Hier sieht man immer schön auch die Earnings in den nächsten Tagen in TradingView. Tesla hatten wir auch schon verworfen. Star Surgical. Interessant. Hier ein schöner Impuls nach unten, auf ein neues Tief, gefolgt von der Gegenbewegung, aber auch mit sehr guten Umsätzen. Ne? Zum Info hatten wir schon, ja, hier sehen wir wieder sehr viel Überschneidung mit Finviz. Ja, wir haben zwar andere Einstellungen, Finviz, TradingView, aber es ist immer ganz spannend, dass man hier dann trotzdem auf andere Kandidaten auch stößt. Das ist nett. PFA, Privia Health Group, hier ein schöner Impuls nach unten, Korrektur nach oben. Jo, Short-Kandidat. So, jetzt geben wir die Liste aus auf den Folien. Ja, 2,7 Milliarden Marktkapitalisierung. Da kann ich mal einen Hack auch verraten aus der Schatztruhe. Nicht gleich um 15:30 Uhr ordern. Ja, wartet ein paar Minuten. Diese Small Caps speziell, aber auch richtig schwere Kaliber haben am 15:30 Uhr beim ersten Tick einfach zu lästige Spreads. Sieht doch auch gut aus hier. Syneos Health. Was haben wir dann gerade mit den Health-Aktien wieder? Kann man hier ein bisschen größer, kann man auch Preis-Action-mäßig, sieht man schön hier nach diesem gigantischen Verlust mit minus 46% an einem Tag nach Earnings. Bildet sich hier, bildet sich hier eine Art Doppeltop aus. Am Freitag mit sehr, sehr guter Aktivität auf dem Weg nach unten. Ja, das spricht ja tendenziell sehr für Abprall nach unten. Schauen wir kurz in den 30-Minuten-Chart. Ja, also war nach unten hier sehr gute Aktivität zu sehen. Das ist dann bärisches Volumen. Ja, wenn man es in Kontext setzt oder intraday reinzoomt, dann kann man das klarer sagen. Das ist ein Short-Kandidat. S-U-N-H. Die Folie erweitern, SÜNH.
Servus Fabian. Thomas, nutzt du einfache Stop-Loss für Einstiege oder Limit-Stop-Loss? Stop-Sell war das, ja. Stop-Sell unter dem Tagestief. Der Kurs muss unter das Tagestief fallen. Er muss mich nochmal bestätigen in meiner Einschätzung, bevor er auslöst, wenn ich Limit-Sell nutzen würde. Und der Gap hier nach oben würde ich auch Short ausgeführt werden, wo ich dann mein Szenario hinüber ist. Ja. Ich will ja hier, wenn er hier raufgeben würde, ist ja meine Price-Action im Eimer, meine bärische. Mal kurz überfliegen, was nicht zu lange wird heute. Wir gehen auf die 90 Minuten zu. Dann zeige ich euch die. Omnicell hatten wir kürzlich erst. Lumen, nö. So, jetzt sind wir durch, die 33. Also die Short, die Longs muss ich noch machen, sind 34, überfliege ich auch noch kurz und dann gehen wir noch ganz kurz zu den Sonderfällen. Also ja, entschuldigt mich, jeder will Adventssonntag um 12 zu Hause sein, deshalb schaue ich, dass es nicht über 90 Minuten drüber geht. Ich suche jetzt nach Korrekturen nach unten, Premium-Bildern, ach, hier ist sehr viele Übernahmen dann auch dabei, wenn man nach Performance plus 30% sucht. Das hier ist ein schöner Long Adelix. Zwar wäre es hier schon am Mittwoch das Kaufsignal gewesen. Warum? Sie hat eine Allzeithoch, ja, gemacht, nach News wahrscheinlich wieder. Dann nach unten sehr wenig Umsätze. Das heißt, hier sind nicht sofort alle wieder raus, die hier rein sind. Und kleine grüne Kerze, Stop bei Order drüber, zack, ab damit. Ja, Freitag, Donnerstag, Mittwoch da schon gut angelaufen bei den Swings. Auch Technoglas. Ah, war auch perfekt hier, dieser Hammer hier. Letzten Donnerstag. Aktuell schon zu weit gelaufen. Meta Materials kommt auf die Watchliste, ja. Korrigiert unter sehr schwachen Umsätzen. Ich bin ja mit der Watchliste halt etwas schlampig gewesen. Da hätten wir einige mehr Kandidaten gehabt. Ah, da waren wir schon. Gut. Reihenfolge haben wir durch. Gibt es zwei verschiedene. Kann man bei Finviz screenen, kann man hier bei TradingView screenen. Wir haben die relative Stärke, relative Schwäche. Kann man auch überall screenen, da nutze ich aber auch Finviz einfach mit den 52 Wochen hoch, 52 Wochen low, kann man hier natürlich auch machen bei TradingView. Dann gibt es noch die Sonderfälle. Ja? Die Sonderfälle heißt, wo das Volumen tatsächlich mal vor der Price Action zum Zuge kommt und wo ich einfach sage, okay, ich suche wieder nur Aktien, primäre Auflistung, Marktkapitalisierung mindestens 2 Milliarden wieder, wenn ich Small Caps handeln möchte, mit der Liquidität sicherstellen mit mindestens 5 Millionen täglich umgesetzten Volumen. Und jetzt gehe ich her und hole das relatives Volume, ja, da haben sie ein bisschen schlampig übersetzt, relativ Volume auf relatives Volume übersetzt. Und das muss, ich fange mal an mit ganz hoch, das muss dreimal so hoch sein wie typisch. Ja, und kriege hier schon 17 Treffer. Wenn ich hier keine Treffer kriege, dann gehe ich runter auf doppelt so hoch, dann kriege ich 50 Treffer. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, 50 durchgehen. Ich suche mal wirklich nach extremen Ausschlägen, wo irgendwas im Busch ist. Das betrifft auch sehr oft kleine Aktien, aber haben wir mit Viva Systems auch eine Aktie mit 27 Milliarden Marktkapitalisierung. Wenn ich hier auf Relative Volume 2 gehen würde, sind dann auch größere Jungs dabei. Aber das ist immer ganz spannend hier, vor allem bei den kleineren Aktien. Das sieht mich hier nicht. Ja, ich suche hier nach muss schon in der Nähe oder an neuen Extrempunkten auch sein. Das ist hier nirgendwo in der Seitwärtsphase. Ja, da ist was im Busch, aber drüber Widerstand, drunter Unterstützung interessiert mich nicht. Da sieht es nach baldigen neuen Hochs aus, komme ich aber jetzt auch nicht mehr günstig rein. Das ist schon wieder spannender, ja. Was sehe ich hier? Shoals Technologies, wir haben hier
kürzlich ein neues Hoch erzielt nach Earnings, auch mit guten Umsätzen, fallen dann unter sehr schwachen Umsätzen zurück. Haben jetzt am Donnerstag ein massives Gap mit fast minus 20%, das wir aber sofort am Freitag wieder gut machen, also zumindest den Tagesverlust, nicht das Gap, mit noch besseren Umsätzen. Das ist eine super Reversal-Kerze. Und das ist ein schöner Sonderfall für mich. Das heißt, es ist ein schöner Sonderfall gleich für Montag. Sie sind wahrscheinlich im 30-Minuten-Chart noch beeindruckender. Ja, hier wurde sofort um 15.30 gekauft, den ganzen Tag über. Hier bei einer Power-Hour hat sich der Kurs auch gut gehalten. Also man sieht hier diesen natürlichen Widerstand durch den Öffnungskurs am Donnerstag. Hier sollte es darüber doch etwas abgehen können. Ja, da bin ich zu spät dran. Das ist halt in besonderen Fällen so häufig der Fall, dass man einfach jetzt einen Katalyst als Event hat, wie hier wieder Earnings, wo einfach hier klar ist, das war es mit dem Aufwärtstrend jetzt bei Cracker Barreled Old Country Store. Auch so ein 2 Milliarden Small Cap. Es wird dann den nächsten Tag interessant, wenn es irgendwie harmlos bergauf tröpfelt und dann wieder die nächste rote Kerze gibt. Earnings waren nachbörslich, okay, war super reagiert mit dem Gap Up. Anschlusskäufer haben sich aber keine mehr sehen lassen. 30-Minuten-Chart. Interessanter Kandidat hier ab dem Tagestief, ob das hier nicht einfach ein Abpraller an diesem vorherigen Zwischenhoch wird. Und auf jeden Fall auf die Watchlist IoT. Jinko Solar, ja, versucht sich an neuen Aufwärtstrend, neues höheres Hoch, höheres Tief bestätigt, macht sich auf in einen neuen Aufwärtstrend und ist auch eigentlich erst frisch ausgebrochen. Hat auch 12%, springe ich ungern hinterher am Freitag, aber kommen auf die Watchliste, wie sich die Aktie hier die nächsten Tage fällt. Kommt ein kleiner Retest dieses Zwischenhochs, wo ich dann günstig reinkommen könnte. Ab auf die Watchlist JKS. Tilway, auch ein neues Allzeithoch sogar, oder? Nee, Gottes Willen, nur Ausbruch aus dieser lästigen Seitwärtsphase der letzten Monate. Sollte es auch wieder gut performen können. Hüpfe ich hier jetzt aber nicht nach, was haben wir hier, in den letzten Tagen 96% zugelegt. Nee, ohne mich. Zscaler, viel Action nach Earnings, sehr, sehr, sehr viel Action. Aber irgendwo im Nirgendwo, ja. Weder Fisch noch Fleisch. Ja. Aber da tut sich was, ja. Da sind große Adressen am Werk. Noch kann sich keine Richtung durchsetzen. Matthias möchte wissen, wartest du bei einem Retest dann auf Reaktion? Ja, ich möchte den Retest jetzt zum Beispiel bei einem Ausbruch nach oben auf den Widerstand sehen, dort dann eine kleine grüne Kerze, darüber wieder einfach die Stop-Buy-Order. Graham sieht gar nicht gut aus, aber hier sehe ich schon an der Form der Tageskerzen, dass die viel zu illiquide ist. Und wenn man in den Intraday-Chart zoomt, sieht man sofort hier manche 30-Minuten-Kerzen nicht mal mit neuen Kursen. Finger weg, viel zu illiquide. DD Global wird auch, hier sieht man schön auch eine Akkumulationsphase vom Tief weg. Ja. Da sieht man sehr schöne Akkumulation gerade, aber ist doch liquide genug. Könnte sich ein schöner neuer Aufwärtstrend ergeben. Die hat auch sehr viel aufzuholen, DD Global. Wird dann beim nächsten Wochenende eventuell beim Trendfolgescreening auftauchen, wenn es mal ein paar Tage nach unten ging. Asana taucht hier auch auf. Bei den Sonderfällen hatten wir schon beim Screening in Finviz gefunden. Bei den neuen Tiefs, was aber eigentlich hier ein antizyklischer Long wird für Montag. UiPath, auch eine gern diskutierte Aktie nach Earnings, jetzt mit einem Schub nach oben. Auch gleiches Schema wieder. Wir haben hier
Preis-Action-mäßig eine wichtige Zone durchbrochen. Kann man auch sofort kaufen. Ist mir hier nach 26% in 3 Tagen schon zu heiß gelaufen. So wie Zscaler, glaube ich, war das vorhin. Kommt auf die Watchlist. Viva Systems hatten wir, glaube ich, auch schon. Ah, das war der mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Screening. Ja, das sieht nach schöner Trendwende aus. Aber jetzt nicht unbedingt was für mich zu tun am Montag. Nee. Wieder nur Premium-Bilder, die wirklich sofort, wo das Herz lacht. Super dynamisch, aber bin ich günstiger geworden. Und das war's mit den 17 Symbolen der Sonderfällen. So, 90 Minuten knapp. Perfekt. Hannes möchte wissen, machst du Intraday-Trades auch oder wie lange hältst du Trades? Nee, Intraday kann mich gern haben. Ich habe wesentlich besseres Ertrags- und Aufwandsverhältnis bei meinen Swing-Trades im Tageschart. Genau, ich schaue hauptsächlich im Tageschart, auch im Wochenchart am Wochenende gerne. Aber Intraday-Chart nur noch, um das Volumenbild in Kontext zu setzen. Ja, wie ist das Volumen im Tageschart zu interpretieren? Das schaffe ich mit dem Blick in den 30-Minuten-Chart kurz. Thomas, wird die Performance von deinem Depot langfristig irgendwo getrackt, wie zum Beispiel Wikifolio oder Fundseeder? Nö, was sind Fundseeder? Danke für den Link, muss ich mal merken. Wird abgespeichert, weil ich habe ein neues Projekt auch am Laufen, Only Traders. Da brauche ich solche Sachen dann. Ah nee, ich kann die nicht, kann auch die ganzen Fremdkapital-Challenges nicht machen, weil ich halt erstens auf Aktien fokussiert bin. Die haben die ganzen Anbieter da oft gar nicht oder nur so ein Angebot von 100, 200, 300 Blue Chips, geschweige denn Small Caps gar nicht. Oder die Gebühren dort viel zu teuer sind. Oder ich bei mehreren Brokern ja handle. Ja, je nachdem, wer wo am besten ist. Ich könnte ein Konto. Active Trades könnte ich theoretisch bei meinem Fixbook anhängen. Ja, natürlich, das würde gehen. Aber wozu? Sind die Regeln zu deinen Strategien irgendwo zugreifbar? Jein, ihr kriegt ja ein PDF, wenn ihr euch in einen Newsletter einträgt. Das ist so eine Basisstrategie, die ist aber mittlerweile mit dem Volumenbild ein bisschen weiterentwickelt. Da muss ich mal ein neues Büchlein machen, vielleicht habe ich über die Feiertage Zeit. Und sonst arbeiten wir in unserem smarten Team an ganz, ganz ausgereiften Checklisten und Regelwerken, wo ich mich auch selbst disziplinieren muss, damit ich es allen kommunizierbar machen kann. Aber das ist halt dann, ehrlich gesagt, für den kleineren Kreis. Diese Setups hier, der ist halt immer noch ein Teil diskretionär. Ja, was ist das ein Premium-Volumenbild oder nicht? Das kommuniziere ich auch sehr, sehr gern mit allen. Zeige ich mal die Folien, während ich auf weitere Fragen eingehe, weil dann könnt ihr euch die, wer mag, ja, abfotografieren, die Watchlisten. So, das waren mal die Live-Signale für morgen. BBOC, LMT Enphase, BlackRock, PPL, Atmos, Privia. Ich lasse das mal kurz und gehe mal auf die Fragen ein. Handelst du hauptsächlich Small Caps, also E-Aktien, was du direkt vom Namen keiner kennt? Das hängt vom Setup ab. Diese Sonderfälle, die wir gerade gescreent haben, da seht ihr, dass hier vor allem Small Caps auftauchen, weil die eben, wenn Smart Money irgendwie einsteigt bei kleinen Aktien, das auch natürlich, die können sich im Volumen nicht verstecken und das fällt hier dann extrem auch gleich mal auf, wenn die auch über, auch wenn sie das strecken über einen Zeitraum von mehreren Tagen, da einzusteigen oder auszusteigen, dann sieht man das in den Screenings auch sehr schön. Und dass diese Sonderfälle handle ich fast immer in Small Caps. Der Rest, Trendfolge, Breakouts, am liebsten in größeren Namen, primär wegen der
Ausführungsqualität. Ja, ich bin nur kurz drin, oft auch am selben Tag schon wieder raus, in der Regel nach 3 bis 5 Tagen. Und ich bin hier dann doch auf möglichst gute Ausführungskurse angewiesen. Wenn ich hier wochenlang oder monatelang investiert wäre, dann wäre es mir egal, ob mein Einstieg jetzt ein paar Pünktchen schlecht ist oder nicht. Da sind wir aber wirklich tatsächlich auf gute, qualitative Kurse angewiesen und die kriegst du halt in Blue Chips eher. Kannst du noch was zum Portfolio Risk Management sagen? Gerne. So, da haben wir noch ein, das war auf der zweiten Folie für morgen. Ich habe fast immer Longs und Shorts gleichzeitig in Summe über alle meine Konten. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu tracken, wenn man nicht alles auf einem Konto handelt. Deshalb kann ich auch gern mal bis zu 10 oder mehr Positionen gleichzeitig haben. Nur sind das halt nie 10 Longs oder 10 Shorts. Ja? Das sind halt gemischt und dadurch hedgen die sich gegenseitig. Auch wenn ich jetzt 1% Risikoporträt fahre, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ab 6% in eine Richtung ist es mir too much. Ich will nicht nur 6 Longs an einem Tag haben, mit je 1% Risikoporträt. Habe ich 3 Shorts dazu, kein Problem. Dann habe ich vielleicht 3% Risiko in eine Richtung. Und Risikomanagement, ja, bei, ich sag mal so, bei wachsenden Konten wirst du dein Risikoporträt zurückfahren. Bin bei 0,5 bis 1% Porträt. Für Konten im vierstelligen Bereich muss man auch fast auf 2, sogar manchmal sogar 3% Porträt gehen, weil sonst einfach das Kosten, die Kosten, das Spread zu viel wegfressen von potenziellen Ertrag. Man muss da schauen, wo ist dieser Sweet Spot, wie handle ich kosteneffizient mit dem Kapital, was ich habe, bei dem Broker, wo ich bin, oder muss mir eben einen günstigeren suchen. Hier mit US-Aktien haben wir den Vorteil, dass man hier auch wunderbar auf ganz kostenlose zugreifen kann, wie Freestocks. Sorry, wofür steht TFA? Trendfolge. Ja, Trendfolge BO für Breakout. TFA, das Trendfolge-Setup. Und hier noch die Watchlist für die nächsten Tage zum Abfotografieren, wer will. Falls es einen weiteren Live-Call gibt, gerne mit Rückschau. Was hat sich bei diesen Signalen getan, auch bei den Live-Signalen? Wie ging es mit denen weiter? Und sonst einfach im Newsletter mal kurz drauf eingehen. Ist ja das Meeting irgendwo im Nachhinein ansehbar? Bin da zu spät gekommen. Muss ich mir noch anschauen, ob ich es hochlade. Könntest du noch ein Setup zeigen bezüglich Stop-Loss und Take-Profit? Machen wir mal SÜNH. So. SÜNH hier, spannendes Short-Setup. Wir haben hier das Tagestief bei 34,49. So, jetzt gehe ich bei 34,45, lege ich meine Stop-Sell-Order. Bisschen Toleranz für den Spread. Schadet nie. Haben wir gesagt, 34,45 wird das Stop-Sell-Order liegen. Ziehe hier mal den Stopp über das letzte Zwischenhoch und peile einen CRV von 3 an und sehe hier schon, der Stopp liegt eng genug. Ich komme hier locker auch vor dem letzten Zwischentief auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Das heißt, der Ertrag wäre 3-mal so groß wie der potenzielle Verlust. Auf mehr zu gehen, ja, also wirklich zu sagen, okay, ich habe hier das letzte Zwischentief, ich gehe hier runter, macht insofern keinen Sinn, weil ich nach 5 Tagen raus bin. Und diese Extreme erwischst du halt dann sehr, sehr, sehr selten. Statistisch war, fischt dieses Kursziel von 3 immer noch einige ab, bevor sie wieder in die Gegenrichtung tendieren, beziehungsweise bevor der Kurs das Zeitstopp dann greifen würde. Wenn jetzt hier das Zwischenhoch nicht so eng liegen würde, würde ich in den 30-Minuten-Chart reingehen und mir das nächste lokale Hoch suchen. Das ist aber eben genau hier. Ja, das war auch bei diesen. Wenn ich jetzt ganz aggressiv wäre und sage, okay, hier kommt ja die Stop-Sell-Order zu liegen und dann habe ich ja hier ein neues, tieferes Zwischenhoch, dann würde ich dem Trade genau 75 Cent zum Atmen lassen. Würde dann so aussehen, dann hätte ich hier ein CFV von 8 statt 3, wenn ich das gleiche Kursziel nehme. Das 3er CFV wäre dann hier irgendwo. Das ist aber zu wenig Platz zum Atmen, vor allem bei Small Caps, die nur, sagen wir hier, 3,5 Milliarden Marktkapitalisierung haben. Da wird es dich intraday bei kurzen Schwankungen einfach rauskegeln. Wie viel Prozent circa nach unten pro Trade ist in der Regel dann Stop-Loss, also pro Trade? 0,5 bis 1%.
Setups, die gerade noch ein bisschen in der Bewährungsphase sind, maximal 0,5% Setups, die sich bewährt haben, bis zu 1%. Je nachdem, wenn ich schon ziemlich voll bin, aber ich sehe ein schönes Signal und ich habe aber schon 8, 9, 10 Positionen mit 1%, dann muss ich halt reduzieren. Lässt du deine Trades immer nur 5 Tage laufen, da du immer montags einsteigst und spätestens Freitag aussteigen willst? Nee, das ist heute, screene ich am Montag, aber ich screene ja auch am Montag, auch für Dienstag. Und ich steige ja jeden Tag neu ein und trotzdem bleibt es bei 5 Tagen. Ja? Weil die Sphinx, was sehen wir denn hier? Ja? Wir sehen hier, nehmen mal diese Synios Hells als Beispiel. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage rauf. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage runter. Wir sehen 1, 2, 3, 4 Tage rauf. Wir sehen 3 Tage runter. Wir sehen 3, 4 Tage rauf. Eine Aktie, ein Einzeltitel haben in der Regel einfach diese Swings von 3 bis 7 Tagen. Das ist einfach statistisch so. Deshalb macht es hier als Swing-Trader keinen Sinn, einfach mal zu sagen, ich habe ein Kursziel im Stopp drin und jetzt schaue ich einfach nicht mehr hin. Das nimmt dir zu viel Profit weg. Ich habe noch eine Strategie, geht ein bisschen Richtung Minervini, sagt sich einigen auch was, wo man wirklich hier auf Outperformer sucht, die wirklich jetzt mal wochenlang gut laufen, da ziehe ich den Stopp nach. Das ist aber ein Setup jetzt unter mehreren. Hier diese Swing-Trading-Setups, die ich am Wochenende schön screenen kann, die betreffen fast immer Laufzeit von maximal 5 Tagen. So, die Watchlist hatten wir schon. Welche Tools ich nutze, hatten wir schon. Ja, in dem Sinne, meine lieben Leute, es ist 15 Minuten vor 12 am 2. Adventssonntag. Ich freue mich riesig, dass so viele von euch wirklich da dabei sein wollten und hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen.